Yay! Ja, alles klar. Und da haben wir den nächsten abgefreakten Gegnertypen. So, die haben eine ziemlich üble RAM-Attacke irgendwie. Ach du Scheiße. So, ich probiere es mal erstmal auf die Art. So, auf jeden Fall kriege ich da auf jeden Fall die ganzen kleinen Zombies erstmal weg. Das ist schon ganz gut. Nice, und der ist auch da einen sehr schönen Krümel. Das ist sehr gut. Hey, down there! Open the gate! The guests are here! I'm stronger. Na, das läuft auch hier. So, okay. Wir haben schon wieder einen Punkt freigeschaltet. Schön, okay. Gut, that's it. Sprich mit Mutter Helen. Hallo Mutter Helen. Said you'd be coming. One of ours, possessed by a demon, locked himself in the belfry. Please help us silence these bells. They are calling to the devil's disciples. Okay, kein Problem. Ah, und wird's funktionieren? Alter, komm, das ist doch schon... Manu! Beim letzten. Es ist so blöd. Es ist so hirnig. Wow. Okay. Also die Waffe hat echt Power im Schlitzer-Mode. So, und damit... Oh, Bauplan. Giftverteilung. Schön. So, wir sind... Oh, warte mal. Wie? Oh, ich hab den ja nicht gesetzt. Wählen. Dankeschön. Sorry. So, und wir sind in Morrisby angekommen. Bei der Kirche. Kirche ist auch ein Sanktuarium, irgendwie wie die anderen Sachen. Der Leuchtturm und der Rettungsschirmturm. Ach, sie will mich ja nicht angucken. Brutaler Streitkolben, echt, ich hasse es. Leute, warum? One year later. So, die Kirche ist befreit. Schauen wir mal, was Morrisby für uns zu bieten hat hier. So. You need supplies, food, medicine? I'm sorry. But the city has already been looted. Das ist schade. You won't find much unless you know where to look. I will help you. But only if you promise to help me. For it is the Lord's will that you are here. Yesterday we lost our water supply. Two brave souls left this morning to check the pump station. Das ist nicht gut. They haven't returned. Okay, ertrunkene Hoffnung. Sieh nach, was mit der Pumpstation passiert ist. Das sieht gut aus. Das machen wir. Jetzt starten. Can you find out what happened to them? Or at the very least, turn the water back on. Okay, alles klar. Schwester Helen ist, glaube ich, so ein bisschen für unseren Hauptstory-Progress zuständig. Von daher würde ich natürlich erstmal noch alle weiteren Ausrufezeichen hier auf der Karte erstmal ansprechen. Und dass wir uns einfach da ein paar Aufträge abholen. So, aber erstmal Loot. Baby Loot. So. Koffer leeren. Oh mal die armen Schweine, Alter. Ich meine, guckt das euch an. So, klar ist die Kirche jetzt halt so der letzte Zufluchtsort. In dem Falle für diese armen Seelen hier. Aber so, also wirklich so ein Ansturm hält das Ding doch auch nicht stand. Also, weiß ich nicht. Excuse me. So, Diana. She has diabetes. And without insulin, she's not gonna make it. Das ist nicht gut. Okay, mit einem bei dem Grab. Besorge Insulin für Diana. Das machen wir. Das machen wir. Yes. Oh God, thank you. There's a pharmacy not far from here, and I'm sure they have some insulin pens. I'll be right here. I don't want to leave her. Kein Problem. Ich hoffe nur tatsächlich, dass Hold deine on, arme Lisa. Tochter nicht nach dir These kommt. People are gonna help us. So, oh Gott, man, also ich weiß nicht, warum die Charaktermodelle so komisch aussehen hier in diesem Spiel. When the madness started, I was able to evacuate here, but my wife and daughter, they didn't make it. Someone told me they saw them out there, half dead, half alive.
God knows what they are, but they are no longer my family. Please, this is not easy, but I would like you to lay them to rest, to stop their suffering, yeah? They deserve peace, not this. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Natürlich mag ich das. Erlöse Mugambes Ehefrau und seine Tochter von ihrem Leid. Ich mache es natürlich, weil ich ein Kumpeltyp bin. Aber Mugambe, eigentlich müsstest du das machen. Eigentlich ist das dein Job, mein Alter. Here is a photo of them. Please. Make it quick. Ich mache es schnell. Mugambe, ich mache es schnell. So, das ist das Foto. Ich nehme mal noch kurz den Zitronensaft hier aus deinem Koffer, ja? Dankeschön. Howard Gregson. We were attacked by the infected last night. I managed to get away, but I don't know what happened to my family. If they survive, they probably don't know I'm still alive. Could you help me let them know that I'm okay? I made some posters. If you can put them up around town, maybe someone I know will see them. Hängen die Poster an verschiedenen Orten in der Stadt auf. Alter, echt jetzt. Na klar, mag hier den Posterkleber für dich. Put my poster all around town and maybe they'll be able to find me. Alter. Did you get those posters up? Ja, ja, kein Problem. So, Rodrigue. Was hast du denn schön? Mit dir würde ich gerne handeln. Was hast du da? Was hast du denn hier für uns? So, ein paar schöne scharfe Sachen. 165, 208. 208 ist natürlich schon mal eine Hausnummer hier irgendwie. So, was haben wir denn? Unser bestes Messer ist 205. Oder? Nee, die Machete, die ist mit 309, haut die immer noch am meisten drin. So, leider ist jetzt schon mal 1-2 Tage vergangen zwischen der letzten Session und der heutigen. Ich muss erstmal kurz einmal gucken, welche Waffe war wirklich die gute. So, die Axt. Ja, die ist... Ja komm, die hauen wir weg. Die verkaufen wir. Und... Ich weiß nicht. Ich denke hier, der Küchenmesser, das hauen wir auch alles weg. Der Holzknüppel, auch wenn er Gold ist, irgendwie... Nö. Ich sag nö. Grausame Tauchermesser, 205. Ja, ist eigentlich besser, ne, als das Ding. Der brutale Streitkolben, dankeschön, der darf auch mal weg. Und wir hauen das Ding auch noch weg hier für 178. Komm, weg. Dann haben wir zwei Sachen, das passt ganz gut. So, ich glaube, die richtig geilen Waffen werden wir auch nicht kaufen. Die werden wir irgendwo finden oder selbst bauen. Aber vielleicht als Belohnung bekommen. So, Gin ist immer noch unser Lager. Ist ganz gut. Und wir schauen mal. So, was? Oh, warte mal, hier haben wir noch was. Teresa. Oh Mann, die sehen aber alle gute Laune aus. Ich meine, gut, klar, was willst du bei der Situation hier? Was willst du gute Laune haben? Alcohol to disinfect the cuts and scrapes of the injured. So many are hurt. Ja. Bringe 5 Flaschen Alkohol zu Teresa. Aha. Lass mich raten. Zu Desinfektionszwecken. Okay. Natürlich. Good. Hurry. Infection can be more dangerous than the original injury. Ja, alles klar. Gut, okay. Dann haben wir jetzt erstmal soweit alle angesprochen. Oh, was haben wir denn da noch? Hier. Gucken wir nochmal kurz rein. Loot lassen wir hier nicht zurück. So, hier haben wir so Schnellreisekarte. Sollen wir nochmal hier können wir noch hochgehen? Wo geht's hier noch hin? Yeah, I should talk to Mother Helen. Who are you, Raymond? She's the one in charge. Oh, hier ist noch ein Fakt. Fact. Na gut, okay. Dann schauen wir doch mal, welche Mission wollen wir denn jetzt hier angehen? Welche Mission wollen wir angehen? Alkohol für Teresa ist natürlich klar, das machen wir nebenbei. Ich denke, wir werden erstmal Mugambes Familie befreien. Aus diesem, ja, Zustand. 329 Meter. Das ist natürlich ein schön weit weg, aber egal. Okay, komm, wir machen's. Wir tun's. Auf geht's. Switch, Zwatsch. Was ist denn das? Was ist denn da? Was steht da geschrieben? We have? Oder was? We've at the church. Food needed. Ah, okay, alles klar. Hm, ja, hm. So, dann lass uns doch mal umsehen hier in der wunderschönen Stadt. Oh je. Na, Gott sei Dank regnet es. Ah, hier ist unser Panzerfahrzeug. Wir laufen mal los. Wir flitzen mal los.
Ist doch nicht. Oh, okay, wie sieht's hier aus? Schalte einen Alarm aus, den machen wir mal aus. Wir könnten tatsächlich Alarm etc. auch gerne dafür benutzen, halt mal die Zombies so ein bisschen zu zentrieren und ein bisschen in Gruppen zu zwingen. Aber du stehst halt immer da und wurschtelst denn erstmal in dem Ding rum, wa? Und guckt euch das an, hier ist natürlich alles voll, wa, mit denen. Ich hoffe, hier sind nicht so viele Flitzer mit dabei. So. Oh, scheiße. Okay. Nicht so geil. Oh, ich muss mal hier vor. Danke, danke. Ich muss mal hier kurz vorbei. So, oh Gott, alle enge Gassen hier, ey. Ich nehme erstmal alle bitte. Erstmal überall was saufen. Jetzt erstmal alle gelootet hier rumliegen. So, komm, den will ich, den will ich. Gib ihn mir. Mann, ich wollte doch bloß den Koffer. Ich wollte nur den Koffer. Entschuldigung. Oh, warte mal, hier, wollte um eine Ecke. Was ist da los? Totenschädel? Kletter mal kurz hoch. Die sind ein bisschen tiefer als wir. Das versuch mal gerade da irgendwie an die ranzukommen. Also ihr seht, wir können natürlich auch hier ein bisschen uns über die Dächer bewegen. Katze auf dem Dach. Hilf dem Mann. Okay. Oh Mann. Ja, das ist natürlich in Morrowspeed ein bisschen schwierig, ne? Irgendwie, du hast extrem viel Areal, das du durchläufst. Und wo du natürlich irgendwelche Leute noch findest, die links und rechts Hilfe von dir brauchen, irgendwie, das ist natürlich auch echt schwierig. So. Oh. Eieieiei. Haben wir das? Nee, haben wir noch nicht. Ich hab ein paar Arschtritte verteilt hier. Zack. So, ich muss irgendwie schauen. Ach, da unten kommt er rausgekrochen. Wer bist du? Erstmal eine Cola saufen. Ujibon. So, was haben wir hier? Ein Holzbrett. Ne, Holzbrett ist mir leider. Das ist mir wurscht. So, oh, schön. Medikit, nehmen wir mit. Er ist hier hingelaufen, ne? Wer bist du? Thank you, friends. Du siehst aus wie Mike, Alter. I thought I was dead. So, und wir kriegen Cash von ihm. Oh, schön, schön, schön. Vielen Dank, mein Bester. Vielen Dank. Ujibon. Toller Name. Du siehst aus wie Mike, nicht wie ein Ujibon. Aber egal, komm, wer bin ich? Was haben wir denn noch hier? Finden wir noch irgendwas Schönes? Hier haben wir noch einen Riegel. Oh, eine Kiste. Eine Kiste. Anything will help. Brutaler Schläger. Man nennt das alles so unnütz für uns. Können wir hier raus? Nee, können wir nicht. Okay, gut, dann können wir ja mal versuchen, irgendwie weiter unserem Auftrag nachzugehen. Schau mal diesen Himmel an. Toll. Ich finde, es sieht echt gut aus. Oh, warte mal, hier vorne haben wir auch nochmal eine. Was ist denn hier los? Kommen wir hier rein? Ich hier rein? Oh, was haben wir denn hier Schönes? Hinfälliger Streitkolben. Nehmen wir mit. Ja, am Rechner. Wunderbar. Cola, Cola, Cola. Das brauchen wir nicht. Was haben wir da? Was ist das? Ich glaube, hier werden wir nachher nochmal herkommen, weil ich glaube, hier sind nachher noch ein paar NPCs, die uns Aufträge geben können, bin ich der Meinung. Wir schauen nachher nochmal. So, okay. Weiter geht's. Let's go this way. Lass uns mal gucken, wie komme ich hier aus dem... Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ich würde auch gar nicht mich in so viele Kämpfe jetzt hier verwickeln lassen. Wollen. Sag mal ganz vorsichtig. Oh, die brennen hier alle lustig vor sich hin. Darf ich mal kurz an dem DRL-Auto vorbei? Oh, oh. Ist der Selbstmörder? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hat der Selbstmörder Fleisch fallen lassen? Nein, no cash. Oh, bin weg. So, und im Morrowsby werde ich es auf jeden Fall so machen. Ich muss hier extrem viele böse Sichel. Was war denn das gerade Geiles? Da muss ich mal kurz gucken. In Morrowsby habe ich extrem viele Wege, die ich doppelt laufen muss. Die werden wir, wenn ihr das Video natürlich auf YouTube seht, werden wir die einkürzen. Die werde ich wegschneiden. Wir werden das so machen, irgendwie, sobald ich eine Aufgabe habe, gehe nachher dahin, wo wir schon dreimal lang gelaufen sind, dann werde ich das wegschneiden und wir werden dann sofort zu dem Punkt springen. Damit es halt für euch nicht zu langweilig oder zu monoton wird. So, wo ist die böse Sichel? 288, wenn ich die weiter pimpe, könnte die richtig geil sein, glaube ich. Das ist cool. Das finde ich richtig gut. Das finde ich richtig gut. Da freue ich mich. Endlich mal eine gute Waffe. Oh, und überall Selbstmörder. Überall Selbstmörder.
So, wir rennen mal lieber hier schnell durch. Denn nur der Flinke ist der Lebendige zum Schluss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, knapp 100 Meter. Überall Selbstmörder. Oh Mann. Okay, hier vorne brennt's auch noch. Ey, ist schon. Es ist sehr, sehr cool gemacht. Es ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. So, schnell hier dran vorbei. Oh, der hat ein Messer. Der hat ein Messer! So, und hier vorne geht's irgendwo, da vorne geht's rein. Hier ist anscheinend die Wohnung zu Mugambes Wohnung. Hä? Na dann. Hey, Leute. Ich hätte mir vielleicht noch mal das Familienfoto anschauen sollen. Oh, nee. Da vorne vielleicht. Für wen sollen wir voten? Wer bist du? Bitte? Was war das? So, sorry, ihr Lieben. Steven! Uiuiui. So, ohne weiteres kriege ich die jetzt auch mit Tritten nicht mehr so schnell getötet. Oh, ich höre einen Schläger. Ich höre einen Schläger. So, was haben wir hier? Eigenbaumesser. Naja, jetzt wird es doch langsam mal ein bisschen interessant hier mit den scharfen Gegenständen. Dort open, dead inside. Na, da sage ich doch mal. Nette Anspielung. So, mit einmal durch. Was für ein Wunder, dass ich das mal schaffe. So, okay, dann schauen wir doch mal, wo die Familie ist. Hier haben wir einen Fakt. Nehmen wir mit. Da vorne haben wir einen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Familie zusammensteht. Tja, bist du die Mutter? Ja, nur dann bist Frau. Das tut mir wirklich leid. Ich mach's so schnell wie möglich. Was ist jetzt die Tochter? Ah, die Tochter. Was ist jetzt fies? Oh nein! Ja, wenigstens war bei der Tochter schnell. Yeah. Oh nein. War doch schnell, oder? Ist doch tot, danke. Okay. So, natürlich wird sie noch beklaut. Irgendwie werden noch die Leichen geflattert. Irgendwie. So ein Kühlschrank. Finden wir denn noch irgendetwas anderes Interessantes hier? Wo war denn jetzt der Schläger? Ich hab doch hier einen Schläger gehört. Can't hurt to look. Wozu kann ich eigentlich Wasser anmachen? Kann ich das Wasser trinken oder irgendwas? Wozu soll das gut sein? Ist das einfach nur für die Immersion oder was? Oder versteht nicht so richtig. Ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass wir irgendwie Wasser anmachen können. Aber ich denke mir, wofür? Wofür? Okay, gut. So, ich stelle mal ganz kurz nochmal das jetzt ein. So, und dann geht's jetzt mal weiter. Okay, gut, dann haben wir's. Lappen. Dann geht's wieder raus. Ich würde sogar sagen, wir gehen jetzt nicht zu Mugambe zurück, sondern switchen gleich auf einen weiteren Auftrag, den wir hier vielleicht in der Nähe gleich erledigen können. Wenn er denn in der Nähe ist. So. Menü. Achso, warte mal, hier konnten wir ja tatsächlich schon mal sehen, was in der Nähe ist. Naja, in der Nähe jetzt auch nicht unbedingt, aber... So, hier... Was? Ach, wir sind hier. Okay, wir sind hier. Gut, okay, hier ist die Abgabe zu Mugambe. Okay, jetzt verstehe ich. So, hier Satellitentelefon von Sergei. Ah, okay, das war der Typ, dem wir im Bunker begegnen, also dem wir zum Bunker geholfen haben, beim Helikopterabsturz. Der ist eigentlich relativ bei uns um die Ecke. Die Pumpstation ist auch direkt hier, die ist tatsächlich sogar näher dran, die nehmen wir zuerst, würde ich sagen. So, Stimme aus dem Himmel, welche war es denn? Ein Bein im Grab. Ertrunkene Hoffnung ist es, glaube ich, ne? Genau, richtig. Dann nehmen wir die. So. Dann können wir nachher einfach zusammen alle Sachen abgeben, irgendwie, das ist auch ganz gut. Hallo, darf ich dir mal kurz in den Rücken latschen? You dead. So, was haben wir denn da oben? Ach, kann ich auch oben langlaufen? Das ist auch interessant. Wo
Okay, 70 Meter entfernt. Das geht. Also diese kleinen engen Gassen, die finde ich schon echt fies irgendwie, weil wenn es hier zu einer Konfrontation kommt, irgendwie kannst du nicht einfach ausweichen, ne? Du musst kämpfen. Okay, Körmenschen und eine Schusswaffe. Okay. Okay, nicht gut. Oh, okay, und sie haben mich schon gesehen. Das ist nicht cool. Versuch mal schnell erstmal zum Eingang zu kommen. Au. Oh, scheiße. Oh! Donner, ja, mit einer Waffe gegen ein Schwert ist natürlich auch nicht so geil, wa? So, schnell mal ein Snack. Oh, eine Pistole, Freunde, eine Pistole. Eine Pistole. Jawoll. So, jetzt muss ich mal ganz kurz, ich muss die Pistole mal schnell ausrüsten, weil wenn die jetzt hier, okay, wir haben jetzt hier lauter Feinde, wenn jetzt hier alle eine Waffe haben, kommen jetzt hier nicht mit Messer zur Schießerei. Zack, hier. 15 Schuss drinne, gut, alles klar. Na dann, gucken wir mal. Hallo? Zurück bitte. Bastard! Bastardo! So, wo bist du denn? Wo ist der andere? Einer ist hier oben. Kommt der hier noch runter? Okay. Kim und Korn zielen ist recht langsam tatsächlich. Ich würde mal versuchen, wirklich from the hip. From the hip. Vielleicht bin ich da ein bisschen flinker. Strong true! Wo ist er? Ah. Dann was da hinten. Okay, ihn haben wir. So, ihn können wir mal probieren, wirklich über Kim und Korn. Ist halt schlecht. Boom! Feuerkraft. Ja, und das ist halt das, was ich meine, ne? Ich hab's halt damals schon mal ein bisschen mit Benny gespielt. Und da sind halt schon mal ein paar Errungenschaften irgendwie zusammengekommen. Aber es ist halt einfach ewig her, ey. So, komme ich denn irgendwie rauf, dass ich die looten kann? Sieht mir nicht so aus. Okay, wir müssen rein. Wir gehen rein. We're going in there. Maybe there's something inside. Viele Feinde, viele Feinde. Sehr viele Feinde. Sehr viele Feinde, sehr viele schießende Feinde. Das ist ja toll. Riesensnack, schnell, komm. Oh, da sind schon gleich die ersten. Na los, komm. Show yourself. Ja, die Pistole ist wirklich nicht besonders präzise. Gepaart mit meinem nicht vorhandenen Aim ist natürlich eine tolle Kombination hier irgendwie. Get ready to die. So, Snack. Munition wäre geil. Ich hab 6 Schuss. Oh, warte mal. Der hat nur gelebt. Schön Ding. So, okay. Ruf mal kurz tiefste Gangart hier lang. So, und ich glaube, das wird mir gerade so ein bisschen angezeigt, dass die tatsächlich stufentechnisch über mir sind, weit über mir. So, keep on running. In the free world. Lad doch nach, Alter. Ich habe immer noch keine Munition. Oh, Mann. Ja, Deckung. I send you to hell. So, wie sieht's denn aus? Ich habe jetzt hier einen Haufen Waffen gefunden. Waren die jetzt besser? Ich hab's ja nie gesehen. Ich muss mal ganz gut gucken. Wir hier immer mit dem heißesten Scheißballern, Alter. So, die wir jetzt haben, die Waffe. So, 495, 1, 495. Die ist ziemlich cool. Ausrüsten. Hier bitte. Cool. Alles klar. Ah, okay. Oh, wo? Hier oben. Oh, Headshot, Baby. Der war gut. Okay, mal gucken. Die ist ein bisschen schwächer, aber die bringen gut Kohle, muss ich sagen, die Waffen. Das ist echt nicht, das ist gut. Okay, ich müsste hier vorne in die Tür rein. Ich würde mal ganz kurz den Typen, der unten liegt, noch looten. Weil hier liegen, oh, hier sind tatsächlich noch ein paar Feinde da. Und ich hab, oh, das sieht ja eigentlich ganz gut aus. 60 Schuss habe ich knapp, also 59. Ah, ist big voll. Big voll. Schön gut. So, hier haben wir noch einen Schalter. Kann ich an die Schalter ran? Nein, kann ich nicht. Okay, ich müsste noch oben ein paar Leute töten. Das werde ich auch gleich tun. Hier ist noch ein Ausgang. Oh, shit. Okay.
Gut, ich kümmere mich erstmal um die oben, nicht, dass sie mich jetzt irgendwie noch einkesseln oder irgendwas. Da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Step by step. Oh, hier vorne. Direkt around the corner. Direkt around the corner. I send you to hell. I send you to hell, my friends. Aber so davon. So, I'm going in. Ist noch einer? Nicht mit mir. Nicht mit mir, du. Oh, das hört ja nicht auf, Alter. Wo sind die einfach? Wahnsinn. So, mal kurz merken. So, die Benchmark ist 519, glaube ich. 539. Da haben wir schon die bessere Waffe. Tauschen wir. Das ist natürlich auch geil. Zack, einfach direkt getauscht. Muss mal gucken, ob das auch wirklich so ist. Jawohl. Also, 538 ist die neue Benchmark. So, schnell mal einen Riesensnack, weil, so, Pistolenkugeln, Alter, ganz schlecht raus. Alter, ganz schlecht raus. So, dann kurz hier nochmal den Rechner. Oh, was? If anyone can hear this, we've taken over the police station. The law is gone and we are in charge. And if you're looking for help, don't look here. We can't help you. It's the law of the jungle now. Ja, das, okay, die haben die Polizeistation eingenommen. Starkstrom. Ein neuer Bauplan wurde erlernt. Sehr schön. Stay away from the police station. There is no help to be had here. We have taken it over and if anyone approaches, we will consider them an enemy. Wo ist er? Ist hier vorne um die Ecke? Ah, das ist ja fies. Krieg gar nicht so. Okay. Gut, machen wir mal Taschenlampe aus. Wo bist du denn? You want more? Sehr schön. Oh, das hört ja nicht auf. Jetzt sind nur noch Feinde überall. Überall. Okay, 532. Ah, 562. Sehr cool. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Okay, hier müssen wir gleich raus. Da habe ich gerade ihn flitzen sehen. So, von mir komme ich, wa? Ja, ich denke, nee, doch, von mir komme ich. Okay, gut, ich gehe mal runter, schau mal nochmal kurz, was der letzte hat fallen lassen. Vielleicht hat der ja die totale Überknifte fallen lassen. Nope, hat er nicht. Hat er nicht. So, hier vorne kann ich hoch raus. Ah, okay, alles klar. Ich hätte von oben schießen können. Wahrscheinlich habe ich von oben ein besseres Schussfeld. Aber komm, wir gehen trotzdem mal rein. Wir probieren es so. Wohnen. Wohnen. Oh, einer ist da hinten, tatsächlich. Ist aber schlecht hier, Alter. Alter, was ist denn los? So schlecht aus der Hüfte feuern. So, Keulchen. Jetzt bist du dran. This one is down. Okay, einer ist noch hier draußen. Schnell nachladen. So, dann schauen wir mal, wo er ist. Da vorne ist er. Na, come on, come on. Okay. Boom, Alter. Schönes Ding. Und gleichzeitig noch einen Aufstieg geholt. Wunderbar. Schönes Ding. So, okay. Schnell gelootet. Oh, wunderbar. Es wird immer besser. Es wird immer besser.